Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Notruf 112, der Angriffstrupp. Wir machen in dieser Folge natürlich weiter mit der Kampagne und deswegen würde ich sagen, klicke ich direkt mal auf Weiter, damit wir mit der nächsten Mission starten können. Los geht's. Notruf Feuerwehr und Rettungsdienst, was ist passiert? Hallo? Können Sie kommen? Hier ist voll der Alarm im Haus, so kann ich nicht arbeiten. Die Brandmeldezentrale in Ihrer Tiefgarage hat ausgelöst. Verlassen Sie sofort das Gebäude. Na klasse, wir stehen kurz vor einem Release. Das erklären Sie dem Publisher. Es gibt Dinge, die wichtiger sind. Und jetzt raus aus dem Gebäude, die Feuerwehr ist gleich da. Ja, ich liebe ja diese Anspielung. Ja, das war jetzt auch wieder so aus Programmierersicht quasi, dass der Publisher da schon wieder Druck macht und so weiter, dass das Spiel endlich rauskommt. Und ja, ich kann mir auch vorstellen, in welchem Gebäude das jetzt stattfindet. Ja, wir waren ja in so einem Bürogebäude, da sind wir schon mal in die Tiefgarage runtergelaufen und ja, anscheinend brennt da jetzt irgendein Auto oder so. Also den Einsatzort werden wir sehr wahrscheinlich kennen. Genau, das kennen wir schon. Aber klar, anderer Einsatz, also wieder komplett anderer Verlauf. Da sehen wir auch schon das brennende Fahrzeug. Freitag am 8.09.2023 um 17.45 Uhr. Einsatzstichwort Tiefgaragenbrand. Jawohl. Gut. Dann würde ich sagen, da kommt der Einsatzleiter angerannt. Oder der Gruppenführer. Die Brandmeldeanlage hat ausgelöst. Ist ja hier im Spiel beides. Schauen uns das mal genauer an. Ja, ich komme gleich. Aha, okay, ich muss erstmal mitlaufen. Ich wollte mich eigentlich jetzt gerade erstmal ausrüsten, aber okay, dann folge ich ihm erstmal. So, da sind wir. Und jetzt? Willst du ihm was sagen oder soll ich ihm ich spreche ihn einfach Hallo? Mal an. Hallo? Gut, dass Sie hier sind. Die Brandmeldeanlage ist hier im Eingangsbereich. Ja, okay, ich komme schon mit. So, Brandmeldezentrale, die haben wir hier, die kennen wir ja schon. Aber ich würde halt jetzt echt gerne erstmal ins Fahrzeug. Okay, jetzt ist alles offen. Ja, wegen dir bin ich jetzt extra hierher gelaufen. Gut, wir rüsten uns erstmal aus. Also, Fahrzeugbrand, ich würde da jetzt... Was nehmen wir mit? Also auf jeden Fall hier schon mal das Hohlstrahlrohr. Dann, was nehmen wir noch mit? Ich würde den Rauchvorhang auch schon mal mitnehmen. Ja, was wir haben, haben wir. Weil wir müssen ja durch die Tür durch. Dann können wir vielleicht die Tür abhängen und so weiter und können dann dort ordentlich arbeiten, nicht ständig die Tür auf und zu machen. Ansonsten, er hat noch einen Schlüssel hier liegen. Nehmen wir auch mit. Und gut, dann gucken wir uns erstmal hier die Brandmeldezentrale an. Jemand hat einen Druckknopfmelder in der Tiefgarage benutzt. Das muss ich mir genauer anschauen. Okay, also es hat jemand irgendeinen Druckknopf unten gedrückt in der Tiefgarage. Alles klar, wir gucken uns mal die Laufkarte gerade an. Building, Office Building, genau. Floor, Second Floor, okay. Room, Parking. Also, wir müssen zweimal die Treppe runter. Dort sollte dann irgendwo der Brandherd sein. Alles klar, gut, dann weiß ich schon mal so grob Bescheid. Die Karte würde ich jetzt einfach mal hier hinlegen. Das Wichtigste weiß ich dann, und es wurde ja gerade gesagt, dass jemand den Druckknopf gedrückt hat. Also ich rechne mal damit, dass dort sehr wahrscheinlich noch eine Person unten ist. Ich weiß nicht, ob die sich irgendwo eingesperrt hat und jetzt nicht mehr rauskommt oder so. Keine Ahnung, wir nehmen auf jeden Fall mal die Fluchthaube mit. Dann sind wir, glaube ich, recht gut vorbereitet. Wir haben jetzt das Halligan-Tool wieder nicht dabei. Ich hoffe nicht, dass irgendwas aufbrechen muss. Kann natürlich sein. So, da dürfte es nicht brennen. Hier müsste es theoretisch brennen. Genau, wenn man über die Tür achtet oder auf die Tür achtet, sieht man da schon, dass da wieder ein bisschen Rauch aufsteigt. Ich würde jetzt total gerne... Okay, ich darf nicht. Och Mann, ich darf meinen Rauchvorhang nicht benutzen. Gut. Dann würde ich sagen, Atemschutz an. Beziehungsweise... Ich weiß nicht, hier zieht Rauch hoch. Das heißt... Wenn hier Rauch hochzieht, wäre es vielleicht ganz gut, wenn auch das Gebäude evakuiert werden würde. Sagen Sie Bescheid, wenn ich helfen kann. Ja, Sie könnten das Gebäude evakuieren, aber ich kann ihn nicht rausschicken. Na gut, dann gehen wir erstmal kurz unten im Rauch gucken, weil da ist ja eine Person wahrscheinlich. Vielleicht ist sie ja auch schon rausgerannt. Übrigens noch nebenbei, ich bin immer noch leicht erkältet, also da nicht wundern. So, Helmlampe an. Wir gehen erstmal durch die Tür durch und gucken uns die ganze Situation hier an. Vielleicht finden wir auch schon die Person. Ist erstmal, glaube ich, jetzt wichtiger. Dann gehen wir hoch ins Gebäude, gucken, ob da noch Personen sind. Okay, da haben wir auf jeden Fall schon mal das brennende Auto. Lagemeldung. Brandherd entdeckt. Der Motorraum eines PKWs im zweiten Parkdeck brennt. Ich bin gerade mal aufgestanden, weil wir einfach... Kontrollier das Parkdeck auf weitere Personen, bevor du den Löschangriff startest. Weil wir einfach so schneller unterwegs sind. Hier ist alles in Ordnung. Da ist also niemand mehr. Hier liegt auch niemand. Dort ist niemand. Da ist auch niemand. Oh. Ja, da haben wir doch den Druckknopf und da haben wir auch die Person. Den Kevin Schneider. Okay.
Dann bringen wir den erstmal ganz schnell hoch zum Rettungswagen. Ich weiß jetzt ja nicht, wie lange der hier schon rumgelegen hat. Jetzt kann ich natürlich die Tür wieder nicht aufmachen. Entschuldigung, ich muss dich mal kurz hinlegen. Guck mal, dass die Tür an dir vorbeikommt. Ja, das passt. So, legen wir ihn gerade nochmal ab. Machen wir die Tür wieder zu, damit hier der Rauch nicht so rausziehen kann. Ja, ich weiß ja nicht, ob oben im Gebäude noch jemand drin ist. Ich würde es zwar jetzt nicht so dramatisch finden, weil das ist in der Tiefgarage der Brand. So viel Rauch zieht hier nicht hoch. Hier ist die Tür offen. Könnt die auch noch aufmachen. Ja, keine Ahnung. Ja, wir werden dann trotzdem auch mal die anderen Räume durchgucken, wenn wir die komplette Tiefgarage durchgeschaut haben. Bevor wir uns dann um den Brand kümmern. So, viel Spaß mit. Weiß nicht, sagst du mir noch irgendwas Neues? Ich warte ja immer drauf, aber es kommt immer nur das Gleiche. Okay. Die Atemluft lassen wir gerade mal. Ich mache hier auch mal die Tür auf, damit hier auch nochmal mehr Luft durchziehen kann. So, okay. Dann gucken wir unten mal weiter. Ausdauer ist gerade weg. Tief durchatmen. Okay, gut ist wieder. Dann rennen wir jetzt wieder mal da rein. Maske wieder auf. Ich weiß, das würde man bei der Feuerwehr niemals so machen, aber hier ist es halt ganz praktisch. Hier ist es ganz praktisch. Ja, genauso wie man hier eigentlich auch nur so laufen würde, aber es ist mir ein bisschen zu langsam, wenn ich hier sowieso nur alleine arbeite. Gut, da liegt nirgends mal jemand. Das Fahrzeug ist leer. Das ist auch leer. Hier liegt niemand. Aber hätte ich den beinahe übersehen da auf dem Boden. Naja. Ah, hier oben wirkt die Luft ein bisschen besser. Ich lasse trotzdem mal den Atemschutz an. Da ist auch niemand. Können wir das Fenster öffnen? Da ist gar kein Fenster drin. Aber der Rahmen. Okay. Ist hier jemand? Hier ist alles in Ordnung. Da ist alles in Ordnung. Gucken wir gerade mal hier drüben rein. Dort ist niemand. Da ist auch niemand. Das Fahrzeug ist leer. Auch niemand. Das Fahrzeug ist leer. Okay. Gut. Dann würde ich jetzt hier das Tor mal aufmachen. Benötigt Schlüssel. Wir haben ja einen Schlüssel mitgenommen. Dann kann hier auch ein bisschen die Luft abziehen. Und wir hatten doch auch schon mal hier... benötigt Schlüssel. Okay. Wir hatten hier doch sowas wie einen Rauchabzug oder Luftabzug, oder? Belüftungssystem, genau. Das aktivieren wir gerade mal. Ansonsten können wir hier noch irgendwas machen? Nö, ich glaube nicht. Ja, dann haben wir eigentlich den Garagenbereich ziemlich abgecheckt. Da ist also niemand mehr. Gut. Dann evakuieren wir noch das restliche Gebäude. Finde ich zwar persönlich ein bisschen übertrieben, aber gut, wahrscheinlich würde das die Feuerwehr genauso machen. Wir gehen einfach mal hier überall schnell durch. Weil ich weiß halt nicht, wie viel Rauch hier... Oh, wir hören sogar das Feuer hier. Ich weiß ja nicht, wie viel Rauch hier tatsächlich durchzieht. Aber ich denke mal, hält sich in Grenzen. Und per Telefon wurde ja gesagt beim Anruf quasi, dass das Gebäude geräumt werden soll oder dass das Gebäude verlassen werden soll. Aber ich will eigentlich den Pförtner da weg haben. Ich versuche jetzt gerade nochmal mit ihm zu sprechen, bevor wir weiter durchsuchen. Weil ich finde, er sollte hier nicht stehen. Sagen Sie Bescheid, wenn ich helfen kann. Er sagt aber nur dasselbe. Weil er ist der Einzige, der meiner Meinung nach so ein bisschen im Rauchbereich stehen würde. So, gucken wir gerade hier. Ich kann einem auch nicht die Räume als leer melden, deswegen wundert mich das so ein bisschen. Ich sehe hier auch niemanden. Wir gehen jetzt trotzdem nochmal ein Stockwerk hoch, gucken oben nochmal. Und dann sind wir ja fast schon durch hier. Und dann können wir anfangen, endlich zu löschen. Klar, es kostet jetzt viel Zeit, aber Sicherheit geht vor. Menschenleben sind wichtig. Deswegen machen wir das ganz schnell. Okay, hier ist auch niemand. Vielleicht finde ich ja auch wieder irgendwo eine Tasse Kaffee für den Einsatzleiter oder so. Da ist eine Tasse. Aber die kann ich nicht aufnehmen, oder? Nee. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Gut, gucken wir hier gerade nochmal. Auch niemand. Küche ist auch leer. Gucken wir hier nochmal ins WC rein. Da ist auch niemand. Sehr schön. Ja, hier hinten ist der Fahrstuhl. Vielleicht soll ich auch mal in den Fahrstuhl reinschauen, ob da noch jemand drin ist. Ich weiß nicht, ob die Tür dann aufgeht, ob der wirklich funktioniert. Können wir auch noch machen. Das Gebäude soll auf jeden Fall komplett geräumt sein. So, so. Mal, ob hier draußen jemand ist. Ja, aber hier draußen wäre vollkommen lächerlich, wenn ich da die Person noch wegschicke. Ich meine, es ist so schon ein bisschen übertrieben, aber gut. Man weiß ja nie, was passiert. Vielleicht explodiert das Auto, vielleicht brennt da noch mehr, vielleicht kriegen wir hier einen Großbrand und dann habe ich hier wenigstens schon mal alles sicher.
Gut. Lassen wir hier gerade mal die Luft durchziehen. WC, ist hier noch jemand? Hallo, die Feuerwehr. Okay, da ist auch niemand. Dann gehen wir gerade mal wieder runter. So, wir hören hier das Feuer schon fleißig brutzeln. Wollen wir gerade bei den Aufzug herrufen? Ich weiß ja nicht, ob das funktioniert, ob der dann wirklich angefahren kommt. Wahrscheinlich nicht. Okay, halt nicht. Ich glaube, der funktioniert nicht. Ich glaube, der funktioniert nicht. So, legen wir los, oder? Die meiste Luft haben wir nicht mehr. Aber wir versuchen es zumindest mal. Boah, hier ist mittlerweile richtig heiß. Wir sehen es direkt an den Tropfen. Das Feuer hat eine richtig schöne Hitze erreicht. Was ist da los? Haben wir... Okay, jetzt funktioniert es. Im Stehen funktioniert es. In der Hocke hat es nicht funktioniert. Okay. Das war gerade ein bisschen merkwürdig. Jetzt funktioniert es auch in der Hocke. Aber da kannst du schlecht löschen. Deswegen machen wir es so. Aber hier richtige Hitze mittlerweile. Ich hoffe, es hat sich nichts weiteres entzündet, weil wir haben ziemlich lange gebraucht. Jetzt 10 Minuten, um das komplette Gebäude zu sichern. Das ist eine ziemlich lange Zeit. So, Motorraum ist schon mal gelöscht. Boah, der Schweiß läuft gerade. Und die Atemluft geht aus. Ja, okay, wir gehen nochmal ganz kurz. Wir gehen hier einfach mal durch die Tiefgarage durch. So, okay, füllen wir gerade mal auf. Hallo? Ja, bis man halt alleine so ein komplettes Gebäude gesichert hat. Das dauert ein bisschen. So, ziehen wir wieder mal auf. Kostet alles seine Zeit. Schönes Auto. Das sah am Anfang noch so schön aus. So schön lackiert, schön weiß. Ja, jetzt mittlerweile. Sieht nicht mal ganz so geil aus. Aber auch schön, dass das Plastik hier schön geschrumpelt ist. Von der Stoßstange. Ja, heutzutage alles Plastik. Die Türen und so weiter natürlich nicht. Und hier auch die normale Karosserie, aber die Stoßstange ist ja alles Plastik. Das schmilzt einfach nur weg. Und schrumpelt. Die Ausdauer. Wie lange das aber auch dauert, dass man hier tatsächlich abgelöscht hat. Wir halten einfach mal drauf. Okay, vorne sieht schon mal gut aus. Trauen uns mal ein bisschen näher ran. Während das Auto kälter wird, wird meine PlayStation 4 heiser, merke ich. Ich fäng gerade wieder an. Die klingt gerade wieder wie so eine Düse von einem Flugzeug. Eine Turbine. So. Aber ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Okay. Feuer aus. Sehr schön. Feuer aus. Feuer ist aus. Die vorrangigen Aufgaben sind abgeschlossen. Du könntest den Einsatz jetzt quasi beenden. Okay. Ja, wollen wir aber nicht. Ich würde mir jetzt nochmal die Wärmebildkamera holen. Das ist anscheinend nur schwarz gebrannt hier. Das hatte ich auch bei dem anderen Unfall, hatte ich auch gedacht, ja, das ist irgendwie noch eine Flüssigkeit, aber das ist anscheinend einfach nur verbrannter Boden. Ich würde halt jetzt hier total gerne noch die Luft ein bisschen mehr rausziehen lassen, aber ich glaube, mehr als Belüftung irgendwie aktivieren geht nicht. Na gut, wir holen jetzt erstmal die Wärmebildkamera, dann schauen wir gerade nochmal. Ich wollte gerade nochmal da reingucken in den Raum.
Dann schauen wir mal, ob da irgendwie noch irgendein Klugnest ist oder so. Genau, nehmen wir gerade mal mit. Ja, Belüftungsgerät, ich wüsste nicht, wo ich das hinstellen soll. Ja, wenn ich jetzt hier vorne mit dem kleinen Ding Luft reinpusten lasse, das merkt das Auto da unten noch nicht. Ja, wenn ich es an die Tür unten hinstelle, dann puste ich das alles nur ins... Ups, falsch gelaufen. Alles nur in das Bürogebäude rein, das wäre auch nicht so geil. Ja, aber hier ist noch viel Rauch. So, schauen wir gerade nochmal nach. Hier sieht alles in Ordnung aus. Gut, da ist also nichts mehr. Ja, gut, schauen wir doch mal auf die Aufgaben, oder? Personen evakuierten Rotes Kreuz? Hä? Und noch zwei optionale Ziele offen. Das klingt gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Das klingt ein bisschen frustrierend. Nee, keine Ahnung. Personen evakuiert. Wir haben doch alle Personen hier rausgeholt. Also sind doch das Gebäude abgelaufen. Der Weg führt nur normalerweise zur Treppe hin. Genau. Ein Aufzug, wie gesagt, der funktioniert ja irgendwie nicht. Den Pförtner konnte ich nicht rausschicken. Den konnte ich auch nichts anderes sagen. Wenn ich helfen kann. Ja, sie könnten mal hier die ganze Person evakuieren. Kann doch mal gucken, ob irgendwo auf dem Dach sich jemand hingerettet hat. Du verlässt den Einsatzbereich. Kehr um. Ja. Alles gut, Chef. Alles gut, Chef. Ja, nee, keine Ahnung. Da kann ich die Tür schließen. Schlüssel für BMZ. Das ist ja alles nichts, was ich bräuchte. Hätte mir die Karte noch irgendwas gesagt? Ich glaube auch nicht. Na gut. Was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ist hier... Brandabschütztor entriegeln. Ja, das könnte man, hätte man theoretisch auch machen können. Und dann Brandmeldezentrale zurücksetzen müssen wir noch. Da haben wir immer noch einen Punkt offen. Und halt Personen evakuiert. Ist fehlgeschlagen. Was ist... Hä? Hier einmal klingeln müssen, alle rausschicken. Ich weiß nicht. Einzige, was ich halt wegschicken hätte können, wäre der Pförtner gewesen. Der Pförtner... geht aber nicht raus. Der will nicht mit mir reden, so wirklich gescheit. Hier hatten wir ja alles durchgeguckt. Ich habe extra alle Türen aufgelassen, damit ich dann sehe, okay, das hatte ich wirklich kontrolliert. Aber hier war doch niemand mehr. Und eine Aufgabe ist bestimmt wieder irgendeine Zusatzaufgabe, die nichts mit dem Einsatz zu tun hat, die einfach so ein bisschen bespaßen soll und den Spieler zum Grübeln bringen soll. Oh, durchgestrichene Liebe. Schön. Ja, nee, keine Ahnung. Die leckeren typisch Notruf-Bratwürste auf dem Grill, die schon richtig schön grau verdorben und verbrannt aussehen. Ich glaube, wir finden hier niemanden. Ich meine, es ist ja eh fehlgeschlagen. Vielleicht kann man das schaffen, indem man sofort unten hinrennt. Wenn man den Einsatz neu startet und sofort unten hinrennt und die Person da wegholt. Aber da glaube ich nicht so ganz dran. So, wir könnten theoretisch hier nochmal... Ah ne, hier geht es ja gar nicht zum Aufzug. Wir könnten hier oben nochmal den Aufzug drücken. Wo war der? Da hinten normalerweise. Gucken, ob der da aufgeht. Ich glaube aber nicht. Nö. 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 Aufzug ist immer noch defekt. Alles klar. Ja dann, ich habe jetzt auch keine Kaffeetasse oder so gefunden. Hier ist nur irgendein Heftchen, wo man drauf rumkritzeln könnte. Irgendwas Schönes für den Einsatzleiter. Ich frage mal den Einsatzleiter, vielleicht fällt denen ja noch irgendwas ein. Falsch, ich verlaufe mich hier jedes Mal in dem Gebäude. Ich frage ihn nochmal. Hallo? Hast du die Brandmeldeanlage schon zurückgesetzt? Und die Tiefgarage müssen wir rauchfrei kriegen. Ja, Brandmeldezentrale habe ich zurückgesetzt, aber
Ja, gut. Ich weiß nicht genau, wo ich das Ding jetzt platzieren sollte. Oh, mir geht die Luft aus mit dem Ding in der Hand. Wo setzen wir das Ding hin? Was wir machen könnten, wäre Tür auf beim Treppenhaus und dann vom Treppenhaus Luft in die Tiefgarage reingepustet. Oder, Chefe? Ja, ich bin da kein Profi, ich habe keine Ahnung. Aber ich finde das Gebläse ein bisschen klein für so eine große Tiefgarage, um die frei zu pusten. Ich bedenke, als hier in der Gegend die Kirche gebrannt hatte, ich glaube letztes Jahr Weihnachten war das, die Kirche ist jetzt auch nicht so riesengroß gewesen. Er musste auch extra aus der Berufsfeuerwehr Hanau ein Fahrzeug angefahren kommen, die ein fettes Belüftungsgerät mit dabei hatte. Und das wurde dann aufgestellt. Boah, wie die Luft einfach wegzieht, ey, wenn ich laufe mit dem Ding. Ja, erhol dich erstmal. Erhol dich erstmal, wir laufen jetzt weiter. Ja, ich finde, der Rauch ist da auch schon ziemlich weg. Ja, Idee wäre jetzt halt wirklich nur Treppenhaustür aufgemacht, von dort die Luft reingezogen quasi, hier in die Tiefgarage reingepumpt und dann, ja, Feuer frei. Dass man das dann oben schön durch das Tor rauspusten kann. Bin ich gerade unfähig, eine Tür aufzumachen? Oder habe ich das Ding einfach blöd hingestellt? Die Luft ist schon wieder fast all. Wie, ich kann die Tür nicht mehr aufmachen. Ich kann die Tür nicht mehr aufmachen. Brauche ich dafür Ausdauer, um eine Tür zu öffnen? Unglaublich. Okay, brauche ich. Ja, kann ich das Ding auch irgendwie platzieren? Ich kann das aber nicht drehen. Ja, keine Ahnung. Bin ich auch so rum blöd platziert. Ich wüsste aber nicht, wie ich das drehen kann. Pff. Schwierig. Wie gesagt, eigentlich Rauch ist hier auch keiner mehr drin. Komm, wir nehmen das Ding einfach mal mit hoch. Ich guck mal, ob ich das oben irgendwie vors Tor stellen kann. Wenn nicht, halt nicht. Ich meine, rauchfrei ist es eigentlich jetzt mittlerweile, aber normalerweise hättest du das bestimmt mit dem Lüfter hier machen können. Aber es ist halt die Frage, wie. Ja, und hier hinstellen ist ja auch irgendwie sinnlos, um den Raum frei zu pusten, oder? Wäre halt auch irgendwie ein bisschen doof. Und ich weiß nicht, aber ich glaube, bei dem Gerät musst du eine Stelle angezeigt bekommen, wo du es, glaube ich, abstellen kannst. Ich bin mir aber nicht sicher. Sonst aktiviert sich das Gerät ja auch nicht. Mal aktivieren, ich kann es nicht aktivieren. Aber hier entstellen wir halt auch irgendwie doof, oder? Egal. Ich würde sagen, wir gehen. Ich weiß nicht genau, was wir noch machen sollen. Und somit rauchfrei ist es, Chefe. Hast du die Brandmeldeanlage schon zurückgesetzt? Und die Tiefgarage müssen wir rauchfrei kriegen. Ja, die ist rauchfrei. Gut, beenden wir. Alle Räume gelüftet, ist ja auch abgehakt eigentlich. Also die Luft ist auf jeden Fall abgezogen. Person evakuiert hat mich sehr viele Punkte gekostet, also fehlen jetzt 19%. Trefferquote war auch nicht ganz so geil. Ja, Personenschaden 1. Ich glaube fast, also ich glaube, wenn wir das nochmal machen würden, wenn wir direkt durchrennen bis unten hin, vielleicht steht die Person dann noch. Dann würde man vielleicht auch den Punkt abschließen können. Wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir die Laufkarte hatten, den Schlüssel genommen hatten, uns ausgerüstet hatten. Wir sind ja leider erstmal ein bisschen sinnlos mit dem Einsatzleiter-Gruppenführer vorne hingerannt an die Tür. Vielleicht wollte das Spiel auch einen extra erstmal so hinziehen, dass man sich nicht ausstattet und keine Zeit dafür plempert. Vielleicht wollte das Spiel einen so hinlocken, dass man halt direkt runterrennt. Ja, und erstmal guckt. Kann sein, dass das so gedacht war. Ich weiß es nicht. So.
da der Einsatz aber ein bisschen länger gedauert hat, wir haben jetzt hier fast 25 Minuten gebraucht, würde ich sagen, beenden wir dann diese Folge, ist diese Folge Nummer 1 Einsatz dabei. Und ja, in der nächsten Folge gucken wir mal, wie viele Einsätze wir da schaffen, oder? Genau, ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Würde sehr weiterhelfen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.